Also, wir gehören zu den besten Detektiven der Welt. Indem wir Seelen durchleuchten, sehen wir, wo ihre Besitzer überall waren. Oder wir blicken eine Waffe an und sehen, wer sie berührt hat. Seine Nase zuckt, als er dich anblickt. Äußerst nützlich, um Verbrechen zu lösen, wie du dir denken kannst. Dann leb mal wohl. Der hat zum Glück nicht gesehen, wie ich noch nicht gesehen, wie ich Redrick töte. Eine Geheimsekte in Trutzbucht. Hallo, die suchen wir wahrscheinlich auch. Entweder sind die Notizen in einem Geheimcode gehalten oder der Autor hat eine wahre Sauklaue von Handschrift. Toll, hier steht jetzt ein Dürrwald-Agent. Sonst könnte ich hier versuchen, Schlösser zu knacken. Das hier ist ja wirklich fast wirklich eine richtige Detektei. Überall hängen solche Zettel. Okay, dann gehen wir einen Stockwerk höher. Vielleicht finden wir dort die Lady. Die könnte vielleicht auch Hilfe gebrauchen, weil wir brauchen Geld. Allein schon, um Kehrt Nur weiter aufzubauen. Und auch für neue Ausrüstung, Vorräte und so weiter. Neue Karte entdeckt, Haus Hadret. Goldduck. Das sieht zum Glück zurzeit keiner. Also können wir es einfach machen. Da können wir dich rein. Agentin, Agent. Wenn Lady Web dich sehen will, wird sie nach dir rufen. Okay, also wir können nicht zu Lady Web. Jedenfalls noch nicht. Und die heißt Web wie Netz, also. Yay. Wir haben ja also sowas wie einen Geheimdienst eigentlich fast schon. Wie eine Art FBI, CIA, könnte man fast schon sagen. Aber gut. Das hat dieses Haus schnell hinter uns gebracht. Und ja, das habe ich mir fast schon eigentlich gedacht, dass sich Trutzbucht ziemlich ziehen wird. Hä? Jeder schnappt mit der Zunge nach dem Hund. Na, wer ist denn hier ein gutes Hundchen? Wer will sein Bäuchlein gekrault bekommen? Okay. Interaktion mit beiden Haustieren. Ein Ei. Nee, erstmal zu diesem Haus hier. Sieht nämlich etwas abgelegener aus. Und ich sollte wirklich mal wieder Essen kochen, wenn ich es kann. So, wen haben wir hier? Dormantel Türsteher. Hello. Der stämmige Wächter beäugt dich argwöhnisch. Ich erkenne dich nicht. Was hast du mit dem Haus Dormittel zu schaffen? Haus Dormittel, ich habe einen Brief gefunden, der vielleicht für Interesse für jemanden hier ist. Ich will mehr über das Haus erfahren. Die Domenels sind eine alte und angesehene Familie. Trutzbucht verdankt seinen Wohlstand seinem Großteil des Geschäften der Domenels. Ja, das ist immer klar bei den hohen Tieren. Hast du hier noch weitere Geschäfte zu erledigen? Haus Domenel? Ich habe hier einen Brief gefunden, der vielleicht für Interesse von jemandem hier ist. Aha, hier entlang. You ever feel underdressed? Fühlst du dich je zu leger gekleidet? Wir haben sehr viele Wächter hier. Ein junger Mann lehnt an einem teuren wirkenden Vitrine aus Gallglas. Er hält einen juwelbesetzten Kelch in der einen und aufwendig verzierte Pistole in der anderen Hand. Er grinst die Lippen rot vom Wein. Our doormen seem to think it important that you meet with me. Speak. Er lässt die Pistole um seinen Finger kreisen. Unser Pförtner schien es für wichtig zu halten, dass du mit mir sprichst. Also sprich.
Brief übergeben. Nee, was ist das hier? Du stehst im Hause Duellmesse. Du hast dich entweder verlaufen oder du vergeudest meine Zeit. Er trinkt noch einen Schluck Wein. Wenn das alles war, dann auf Wiedersehen. Brief übergeben. Ich habe eine Nachricht gefunden, die dich interessieren könnte. Als Albrecht den Brief liest, schwindet sein neugieriges Lächeln aus seinem Gesicht. Er zerknüllt das Papier, seine zusammengepressten Lippen sind so kalt und dunkel wie die Amethysten auf seinem Kelch. Du hast hoffentlich eine gute Erklärung, und zwar rasch. Ich wurde im Haus im Kupferweg angegriffen. Nachdem ich meine Angreifer besiegt hatte, fand ich diesen Brief. Wein ergießt sich über die spiegelglatten Fliesen, als Ivekan seinen Kelch fortschleuderte. Er schlägt den geschnitzten Griff seiner Pistole in die antike Vitrine neben sich. Die Männer, die dir am nächsten stehen, blicken von Albrecht wieder zu dir, die Hände bereits an den Waffen. Wahrlich ein Verbrechen, einen so guten Rotwein darf man nicht vergeuden. Edda flüstert dir zu. Vielleicht solltest du ihm ein Kompliment machen, um die Wogen zu glätten. You've killed my men and cost me. But I'll give you one chance to make up the loss. Aber er reibt sich die Hände über das Gesicht. Du hast meine Männer getötet und mich viel gekostet. Aber ich gebe dir eine Gelegenheit, den Verlust wettzumachen. Du musst vielleicht gewisse Bedenken überwinden, aber du wirst den Auftrag erledigen, die ich meinen Männern erteilt habe. Nein, ich bin kein Dieb. Dann habe ich keine weitere Verwendung für dich. Er hebt seine Pistole, tötet ihn. Okay. Du den da. Du zauberst hinter uns. Du auch auf. Nee, du machst auf den da einen Zauber. Und du ballerst einfach auf irgendwen. Wer steht da oben? Noch ein Diener. Oh, da kommen aber wirklich gerade viele rein. Ich glaube, das schaffen wir so nicht. Ich lade den Autosave lieber mal und lass die in Ruhe. Und versuche den richtigen Leuten den Brief zu geben, nicht im Dornmäntel. Tschüss. Gucken wir mal kurz, wem müssten wir den Brief denn geben? Stimme aus der Vergangenheit? Nein, hoch hinaus, genau. AD, das wäre dann also wohl das Haus hier. Sure. Okay, das heißt Waymond Herrenhaus, genau. Und da ist das verkohlte Fass. Ich glaube, ich gucke erst in das verkohlte Fass hinein. Tümorf Weißwasser. Rocco Francis Weißbrauen. Okay, das sind auch wieder zwei, in dessen Seele ich gucken kann. Hier sind viele Leute, in deren Seele ich gucken kann. Also ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde das klasse, dass die so viel eingebaut haben, Obsidian. Aber einfach fragt man sich auch, was der Sinn ist. Also ja, ich könnte durch dieses Fenster reinklettern, aber nö. Mache ich bestimmt nicht. Das verkohlte Fass, das klingt nach einer Taverne und in einer Taverne kann man schlafen. Sehr gut. So, wen haben wir hier? Tristwin. Herzlose Hure? Wer? Der junge Elf in extravaganten Roben gewandt, die er offenbar am liebsten ablegen würde. Er zupft an einem mit schwerem Brokat gespülten Ärmel und legt laufend die Goldkette um seinen Hals zurecht. Er blickt zu dir hinauf. Hat sie dich geschickt, um mich aus der Stadt zu jagen? Du kannst dir sagen, dass ich ohne das Medaillon nirgendwo hingehe.
Ich habe Sirel gesagt, dass ich nicht zulasse, dass sie es verkauft. Wenn du deswegen hier bist, dann spar dir die Mühe. Er bläht den Brustkorb auf, aber blickt zum Ausgang. Wenn ich hinter dir her wäre, wäre schon ein blutiger Brei unter dem Tisch. Jo, das klingt nach Hagrim. Sie zuckt zusammen. Ich meinte es nicht böse. Ich bin nur einfach seit unserem Streit sehr nervös. Er zieht an einem seiner glänzenden Knöpfe. Sarah ist eine kurze Sahne im salzigen Mast in Ondras Geschenk. Wir arbeiten so seit über einem Jahr zusammen. Ich finde einen Adling mit mehr als Geld, als Verstand, fülle ihn mit Schnaps ab und schicke ihn zu ihr. Achso, er findet einen Adling und den macht ihn besoffen und dann schickt er ihn zu ihr, dass sie ihn noch mehr ausnimmt. Sie amüsiert sich und Sarah nimmt ihren Lohn und noch ein wenig mehr. Er reibt die Finger zusammen. 100 Kupferstücke hier, ein kleines Schmuckstück da. Für uns ist das viel Gold und diese Fürsten und Fürstinnen merken nie, dass etwas fehlt. Bei mir versuchst du das lieber nicht. Entspann dich, wir unterhalten uns nur. Außerdem möchte ich gerne aus diesem Geschäft aussteigen. Wie dem auch sei, wir teilen die Beute immer. Bis vor einer Woche, er presst die Lippen eng zusammen. Sie nimmt einem Adligen eine Halskette ab. Es hängt ein irgendwitanisches Medaillon daran. Verdammt wertvoll. Dieses Relikt ist für meinen Clan ein Heiligtum, aber sie trennt sich nicht davon. Nicht für eine Summe, die ich mir leisten könnte. Er zieht an der Goldkette um seinen Hals. Und selbst wenn ich wollte, ohne es kann ich nicht nach Hause zurückkehren. Sagani runzelt mittlerweile die Stirn. Das ist hart. Erzähl mir mehr über deine Lage. Er zupft am Saum seines Herzens. Was willst du wissen? Warum ist dieses Medaillon so wertvoll für dich? Ich bin in Erglanfad aufgewachsen, im Clan des splitternden Speers. Wir Glanfatane haben jahrhundertelang ingvatanische Ruinen bewacht. Es ist die einzige Aufgabe, die wir von den Göttern übertragen bekommen haben. In Tausch gegen das Recht, frei leben zu können. Ja, genau solche wie du haben meine Karawane getötet. Er spielt nervös an dem Smaragdring an seinem kleinen Finger herum. Aber Schatzjäger haben die Ruinen in unserem Territorium geplündert und wir haben die Wildnis, in der wir seit Generationen lebten, verlassen. Die meisten Clanmitglieder sind in die Städte um den Dürrwald gelandet und leben vermutlich von hartem Brot. Er blickt seine verzierten Roben angewidert an. Würden wir dieses Medaillon wieder in die Ruinen bringen, würden die Götter uns vergeben. Der splitterte Speer könnte nach Hause zurückkehren. Äußerst faszinierend, ein einzelnes Medaillon, um die Gunst der Götter zu gewinnen und nach Hause zurückzukehren. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich irgendwo gehört habe. Irgendwo. Erzähl mir von Sirel. Sirel ist eine Kurtisane im salzigen Mast in Ondras Gestänk. Sie stammt aus einfachsten Verhältnissen, aber sie tut, was sie kann, um daraus zu entkommen. Er blickt auf eine Kette von Bernsteinperlen an seinem Handgelenk. Sie ist eine gute Freundin. Er verschränkt die Arme in seinem breiten, zerglitterten Ärmel. Ohne sie würde ich vermutlich von der Hand in den Mund leben, wie der restliche splitternde Speer. Aber hier geht es nicht um sie oder mich, es geht um die 40 Mitglieder meines Clans und um die Lebensweise, die wir über Generationen hinweg pflegten. Du scheinst ganz gut über die Runden zu kommen. Er ballt seine reich geschmückten Fäuste. Die Alternative wäre gewesen, wie der Rest meines Clans im Müll zu wühlen. Aber ich würde es alles gegen dieses Medaillon antauschen. Ich habe es angeboten, aber es ist mehr wert als alles, was ich habe. Und Sirel weiß das. Ich verstehe immer nicht, warum du nicht einfach das Geld nehmen und nach Erglanfad zurückkehren kannst. Er seufzt und hebt seine sauber gepflegten Augenbrauen. Natürlich könnte ich das, aber darum geht es nicht. Eine Gemeinschaft ist kein Ort, sondern eine Verbindung zur Geschichte einer Bedeutung. Er lässt sein Handgelenk kreisen, wie ein Anker, die Ruinen für die Götter zu verteidigen. Hat uns einen Sinn gegeben. Ohne diese Aufgabe treiben wir ziellos uns umher. Kannst du das nachvollziehen? Jupp. Er lächelt dich langsam an. Dann weißt du, wie es ist, wie man sich um etwas sorgt und kümmert, was man nicht erklären kann. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich versuche, das Medaillon von Sirel zu bekommen. Du findest sie im salzigen Mast. Allerdings bekommst du sie nur zu Gesicht, wenn du dafür zahlst. Also musst du mit mir sprechen. Er fingert an seinen Ärmeln rum. Aber bitte, was du auch tust, bitte tu ihr nicht weh. Ah, ich versuche es. Betrunkene Edelmänner. Noch ein Edelmann. Eine Bühne. Hm?
Drehbücher und Requisiten. Da geht's nach oben, hä? Jo. Da geht's nach unten in den Keller. Koch. Bitte trag keinen Schmutz hier rein. Die Gäste sind sehr heikel. Oh, Nonton. Mit dem habe ich noch nicht geredet. Nonton? Imogret? Hey, Leute. Ich muss doch sehr bitten. Oh, du bist es. Das ist der Jäger aus Goldtal. Es freut mich auch, dich zu sehen. Wir hatten hier ein paar schwierige Tage, aber da sind wir hierher gelangt. Und sie waren so gütig, uns beide anzuheuern. Es ist einfach wunderbar. Ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Ja, das sind die beiden. Der Jäger, der seinen Freund ermordet hat.